Er eckt halt so ein bisschen an. Ne? Ich weiß, dass viele auch aus diesem Fashion-YouTube-Bereich jetzt nicht so gut auf ihn zu sprechen sind. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eine wunderschöne, meine sehr verehrten, meine Laune heute am absoluten. Ja, wohl, genau richtig. Meine Leute heute. Meine Leute. Okay. Das war's von mir, euer Maximilian. So, meine Leute, das gibt es nicht. Meine Laune heute am absoluten. Mir geht's gut. Mir geht's sogar sehr gut. Ich habe eine sehr gute Laune. Liebe Freunde, meine Laune kann heute niemand verderben. Nicht mal unser Fashion Harry Potter kann die wegzaubern. Creed Aventus Cologne. Und auch Nadja Havendörfer kann deinen Zielen und Träumen im Wege stehen. Weil sie schon am absoluten Maximum angelangt ist. Zum einen, muss ich sagen, habe ich noch ein bisschen Bargeld. Und zum anderen habe ich heute ein Paket bekommen, das mich sowas von happy macht. Ja, nein, jetzt noch nicht. Freunde, ich werde das am Sonntag auspacken. Es geht vielleicht um meine neue Modemarke. Ich habe da was erhalten, das ich euch am Sonntag um 15 Uhr zeigen möchte. Wer sich aber selbst schon spoilern möchte, was da angekommen ist, kann natürlich gerne auf MaxOBME auf Instagram vorbeischauen, dort abonnieren. Bei der Gelegenheit, ja. Es gibt aber auch News, die nicht so cool sind. Die gibt es auch am Sonntag, Freunde. Um 15 Uhr ein spannendes Video. Sonntag, 15 Uhr. Bleiben wir dabei. Kommen wir zum eigentlichen Video und zwar, es steht eh schon im Titel, vermutlich sowas wie der jüngste Fashion-YouTuber überhaupt und sowieso und ich raste aus. Vermutlich irgendwas in die Art. Es gibt einen jungen Mann, der kommt scheinbar auch aus Österreich, der einfach ungelogen unter jedes Video von mir kommentiert. Schaut meine Videos, abonniert mich, ich bin so wie Maximilian, nur schlechter. Maximilian reacte auch mal auf mich, schaut bei meinem Kanal vorbei. Alle Kommentare in diese Richtung. Also man muss sagen, er ist der Marathonläufer unter den Spam-Kommentierern. Anfangs wollte ich nicht reagieren, weil es mich einfach genervt hat. Aber irgendwann hat sich seine Hartnäckigkeit anscheinend gelohnt und ich werde mir sein Video ansehen. Wir werden uns das Video gemeinsam ansehen, aber das soll jetzt nicht andere dazu aufrufen, mir sinnlos Spam-Kommentare zu schicken. Das wird eine Ausnahme bleiben. Ja? Lieber Jonas Style, jetzt geht's los. Jetzt schauen wir uns, du wolltest es und jetzt hast du's. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Das ist jetzt ein Scherz. Meine Laune war so gut. Jonas, für was kommentierst du? 2 Stunden später. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der gute Kilian daher. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über ein Video von Kilian Jonas gefreut. Denn der hat anscheinend vor einer Stunde ein Video gedreht und auf meine 10 Essentials reagiert. Beste Leben. Danke Kilian, du rettest mir den Freitag, also den Content des Freitags. Danke an dieser Stelle. Let's go. Quicktime Player, let's go. Wir müssen natürlich das Ganze mit gewohnt schlechter Audioqualität aufnehmen, sonst hat das ja keinen Sinn. Warum gute Audioqualität, wenn man auch schlechte haben kann? Let's go, Kilian! Also, an dieser Stelle keine Ahnung, ob das Ganze für mich gut ausfällt oder nicht. Ich nehme mal eher an, dass er sehr kritisch sich äußern wird, aber let's go. So, Freunde, an dieser Stelle erstmal einen wunderschönen guten Abend. Übrigens, bevor ich das Video überhaupt sehe und mich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lasse, weil er sich vielleicht kritisch äußert, finde ich, ich hatte nie was gegen Kilian Jonas. Meiner Meinung nach macht er immer wieder sehr, sehr guten Content und er findet sich immer wieder neu. Wer aber die Parodien nicht versteht und automatisch annimmt, dass ich irgendwas gegen die Leute hätte, wenn ich sie parodiere, das ist nochmal an dieser Stelle falsch. Ich finde es mega stark, dass er für sich selber gesagt hat, nein, mir war der Druck auf mich selbst zu hoch. Ich musste immer von, weil ich die eigenen Anforderungen an mich so gesetzt habe, hundertprozentigen Content raushauen und ich bin mit dem Druck, den ich mir selber aufgelastet habe, nicht mehr klargekommen. Ich steige einen Schritt zurück, gehe wieder in die normale Wirtschaft, arbeite was und führe meinen Kanal genauso weiter, wie ich ihn am Anfang betrieben habe, aus Gründen der Freude und des Spaßes. Props gehen raus für diese Aktion. Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, bei euch alles in bester Ordnung. Freunde, ihr habt mir ein Video zukommen lassen, beziehungsweise voll viele haben mir das Video geschickt und meinten, ey Kilian, reagier da mal drauf. 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte. 10 Essentials by Maximilian. Freunde, ich muss offen und ehrlich zugeben, also kein Flachs jetzt auch. Wir machen ja gerade so eine kleine Pause, was die 10 Essentials Videos angeht. Wie genau, wann das nächste wieder kommt, erzähle ich auf jeden Fall auch am Ende des Videos. Und ich hatte tatsächlich überlegt, und das ist kein Flachs, ne? Max zu fragen, ob er den Bock hätte bei der nächsten. Da ist er ja, wäre ich auf jeden Fall dabei gewesen. Jetzt hast du dich erübrigt, weil ich es mir wieder mal selbst gemacht habe. Ich nenne es mal Staffel.
mitzumachen, weil ich hätte das oder ich finde das relativ interessant und mich hätte es auf jeden Fall interessiert, was seine 10 Essentials gewesen wären. Jetzt hat der Liebe das jetzt vorweggenommen. Schade darum. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf das Video. Ich muss offen echt zugeben, ich habe mich echt auch so ein bisschen zurückgehalten, das nicht selber zu gucken, das nicht privat zu gucken. Wir gucken uns das Ganze gleich an, bevor wir uns das angucken. Diese Woche ist Black Friday, das heißt, am Freitag gibt es überall Prozent, überall Rabatte. Und wir haben auch so eine kleine Rabattaktion bei Atret. Das heißt, ihr könnt 55% auf alles sparen. Wir haben noch so ein paar Restposten von der letzten Kollektion noch vereinzelte Größen, deswegen das Ganze geht auch wirklich nur, solange der Vorrat reicht, deswegen schaut da vorbei, einfach die Sachen in den Warenkorb packen und dann werden automatisch 55% abgezogen. Genau, so viel auf jeden Fall dazu, wir gucken jetzt 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte bei... Also eine Reaction auf eine Reaction eines Videos von mir, habe ich auch noch nie gemacht, also das wird spannend. Maximilian. Ja, Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Grüßt euch zu einem neuen Video. Oh mein Gott, der Ton ist wirklich schlecht. Aber ist der jetzt nur hier so schlecht oder arbeitet auch mit Low-Audio-Qualität? Liebe Leute, es dauert nicht mehr allzu lange. Die letzten Wochen sind gezählt. Ich freue mich schon irrsinnig, der Flop meiner neuen Modemarke. Ja, er arbeitet auch mit schlechter Qualität. Und gilt natürlich wie bekannt. Oh mein Gott, das heißt, er nimmt das jetzt einfach über seine Kamera auf, den Ton, der aus seinem MacBook kommt. Und ich nehme den Ton, der da jetzt schon schlecht ist, nochmal mit meiner Kamera auf. Wahnsinn, so schlecht war es noch nie. Die Regel für euch, das jetzt gerade wird in Portugal produziert. Natürlich gibt es nicht einfach in einem stinknormalen Karton, sondern alles fixfertig schön eingepackt in einer edlen Box mit Magnetverschluss. Wird in Portugal produziert, mit Magnetverpackung und so weiter und so fort. Klingt auf jeden Fall geil. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bestellen wir bei Maximilian. Oh, Wahnsinn. Okay. Okay. Gucken wir mal, wie das Ganze ist. Ich finde sowas voll interessant. Ich habe das bei Justin, glaube ich, auch schon mal gemacht. Einfach nur mal so Interesse halbe, um zu wissen, wie kommen die Sachen an. So bei Justin war brutal gut, lief alles echt top. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei Max das Ganze ganz cool sein könnte. Also deswegen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Aber genug gequatscht, was die Modemarke betrifft. 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte, beziehungsweise 10 Essentials. Ich habe die Idee von Kilian Jonas geklaut, der hat es vermutlich aus Amerika. Nichtsdestotrotz nicht mehr... Habe ich jemals was anderes behauptet? Sorry, wenn ich gerade getrunken habe, ich dachte, es dauert nur ein bisschen, bis es losgeht. Ich habe im ersten Video, als ich 10 Essentials angefangen habe, habe ich am Anfang des Videos zu erwähnen, dass ich das Format tatsächlich, wie Max auch schon sagt, in Amerika gesehen habe. Ist kein Scheiß, ne? Unter jedem 10 Essentials, das wir danach hochgeladen haben, egal ob es jetzt mit Julian Weigel, Marc Gebauer, JD, wer war noch, Puya, also DJ Jeezy, immer wieder waren Kommentare und es waren jetzt nicht nur so ein oder zwei Kommentare, das waren wirklich kein Scheiß, das waren so 10, 20 Kommentare, yo Kilian, Alter, sag doch gleich, dass du das Format geklaut hast und so. Ja, genau deswegen habe ich es extra nochmal gesagt und nochmal in die Infobox geschrieben und trotzdem habe ich diese Kommentare bekommen. Punkt Nummer 1, ganz klar, ist natürlich das ist eine Panasonic Lumix LX15, glaube ich, mit der ich meine Videos aufnehme mit Klappbildschirm. Für jeden YouTuber ist Kamera brutal wichtig, ohne funktioniert nicht. Stark. Gegenstand Nummer 2, das ist ein MacBook Pro, eins mit Touch-Display, also der hat diese Balken da vorne, wo man irgendwelche Dinge machen kann. Also ohne Witz, ich habe bis vor einem halben Jahr, ich mache seit 3 Jahren YouTube, ne, müsste ich mal geben, und ich habe bis vor einem halben Jahr, wo habe ich's? Bis vor einem halben Jahr müsste man gehen. Same. Einfach genau das gleiche MacBook, was mir ja dann gestohlen wurde. Deswegen musste ich mir ja das neue kaufen. Aber meins war 2012er Baujahr. Mit dem habe ich die Videos geschnitten. Das hat pro Video Minimum eine Dreiviertelstunde gedauert. Jetzt geht es zwischen 7 und 10 Minuten. Eben. Habe ich tatsächlich... Alter, das ist von 2000... Steht das irgendwo drauf? Nee, aber das ist von 2011, glaube ich. Das übelste Brecher, ey. Ich habe das auch schon lange nicht mehr angemacht. Da sind die ganzen alten Videos. Habe ich das benutzt? Bis vor einem halben Jahr. Dann habe ich mir auch genau das gleiche hier mit Touchbar gekauft. Und das ist halt voll wichtig, weil damit hat eine Stunde gerendert oder so. Und hier mit 10 Minuten. Das ist. Ja, der Struggle is real. Er kennt's. Gegenstand Nummer 2. Ich greife das wahllos einfach mal zu Gegenstand Nummer 3. Und das ist meine Adidas Jogginghose. Also ich finde die mega nice. Vorne hatte ich so eine eingenähte Buntfalte, die habe ich immer an, wenn ich zu Hause bin oder mir schnell mal einen Kleber oder sonstiges zum Essen hole. Die ist so nice und so bequem, dass ich mir die gleich zweimal zugelegt habe. Ich trage auch jetzt im Moment eine. Also für mich persönlich kein 10 Essential. Ne? Also ich finde gerade bei so einem Format wie 10 Essentials ist es halt eigentlich ganz geil, dass man halt Dinge zeigt, die halt auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich finde halt eine Jogginghose, weil ich halt gerne Jogginghosen trage und damit auch ab und zu mal einen Döner hole und ich habe die mir zweimal gekauft. Gegenstand Nummer... Kein Profi in dem Format bemerkt. ...4 ist
dieses Duschgel, nochmal dazu gesagt, keine Kooperation, keine Bezahlung oder sonst. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist das X Black Knight, nachdem ich bei irgendeinem Festival mir Duschgel geschnorrt habe von einem Kollegen und Mädels dann zu mir gesagt haben, was das für ein Parfum ist, das ich da trage, ich rieche so unfassbar gut. Seitdem habe ich nur mehr dieses Shampoo. Komm. Im Endeffekt ist es scheißegal. Na, jeder hat seine eigenen Ten Essentials, aber auch Duschgel wäre halt für mich so, bildet euch eure eigene Meinung. Wobei man dazu sagen muss, ich habe das Video genannt 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte. Wenn jetzt 10 Essentials eine andere Auffassung dieser Dinge ist, mag das so sein. Ich halte mich bedeckt. Nächster Gegenstand, Freunde, ist mein absoluter Lieblingshoodie aktuell, der Balenciaga Hoodie. Ich habe einfach ohne Scheiß keinen Hoodie. Dürfte dann auch das wieder falsch sein in diesem Video, wenn es die 10 Essentials wären. Der so nice ist wie dieser. Nicht weil Balenciaga draufsteht, sondern weil der Stoff einfach so qualitativ hochwertig ist und du einfach beim Anziehen auch vom Fitte einfach spürst, dass du Qualitätsware anhast. Okay. Also jetzt mal drauf geschissen, ob das jetzt ein Balenciaga-Hoodie ist oder nicht, aber es ist für mich das gleiche wie mit einer Jogginghose. Also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, sein erstes Hypebeast-Kleidungsstück gewesen wäre und er sagt, hey, damit ging das alles los, dieses ganze YouTube-Game, wäre ich bei ihm. Aber weil das dann aktuell sein Lieblingspullover ist, hält er den immer mit rein. Ja, schwierig. Wie gesagt, ich halte mich bedeckt, bildet euch eure eigene Meinung. Gut, dann bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, was jetzt der Unterschied zu den 10 Essentials und den 10 Dingen, ohne die ich nicht leben könnte, ist. Anscheinend dürfte es da unterschiedliche Definitionen geben. War mir nicht bekannt. Weil sie alle schimpfen, mit diesem Hoodie haben sie sich einfach rein qualitativ selbst übertroffen. Wir kommen zum nächsten und das ist meine Rolex. Das ist eine GMT Master. Mit der bin ich hochzufrieden. Aktueller Wert, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe 15.000 Euro. Uhr finde ich aber ganz nice eigentlich. Ich glaube, viele würden jetzt denken, beziehungsweise viele würden jetzt sagen, ja, Uhr ist kein Essential, ist unnötig. Ja, ich wollte gerade fragen, warum ist das jetzt ein Essential? Ist Flex. Ich persönlich finde Uhr eigentlich ganz geil, weil eine Uhr, ich schätze jetzt mal so auf Mitte 20, kann natürlich auch symbolisieren, ey, guck mal, ich habe die letzten Jahre Gas gegeben, habe Geld verdient, habe mich selber belohnt, habe mir vom eigenen... Nö, diese Uhr habe ich mir nicht selbst gekauft, das ist das Letzte, was mir mein verstorbener Opa hinterlassen hat und dementsprechend hat die Uhr für mich hauptsächlich einen emotionalen Wert. Geld, eine Uhr gekauft und so. Deswegen Uhr finde ich eigentlich als Essential ganz cool. Ja. Okay, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber aktuell habe ich nicht vor, mir eine neue zu holen. Also auch mit der bin ich mega, mega zufrieden. Kommen wir zum nächsten Gegenstand und das sind meine Balenciaga Speed Trainer. Auch ohne die geht nichts. Man sieht, ich habe die schon schwer gerockt, die sind schon relativ. Geht klar, auf jeden Fall, Lieblingsschuh kann man mit reinnehmen. Ich habe damals auch einen Air Force mit reingenommen, weil ich halt gefühlt auch 1000 Paar. Okay, ich verstehe die Definition eindeutig nicht, aber witzig, wie wir gleichzeitig rülpsen müssen. Air Force hat. Und der Schuh halt einfach cool finde, bin ich voll bei ihm. Wenn er den Schuh gerne trägt, wenn er sagt, ey, ist mein absoluter All-Time-Favorite, Lieblings-Sneaker, voll, nehme ihn mit rein. Wir gucken jetzt nochmal auf schnell, was hat er hier noch mit drin? Kurzfristige und langfristige Ziele im Leben, das ist für mich ganz, ganz essentiell. Meistens am Vormittag gehe ich nochmal alle. Geil, sollte jeder haben, einfach so mal eine grobe Übersicht. Wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren? Sowas finde ich ganz cool. Dann gucken wir mal weiter, was hat er hier noch? Hier fängt es an zu scheinen. Das ist eine sogenannte Tageslichtlampe. Wenn man hier drauf drückt, ja, dann sieht man fast blind in 2 verschiedenen Helligkeitsstufen. Warum habe ich die? Aus dem einfachen Grund, wenn die Winterzeit beginnt, dann wird es natürlich früher dunkel und ich bin ein typischer Mensch, dem das ziemlich aufs Gemüt steckt. Und um diese Übergangszeit auszugleichen, habe ich diese Tageslichtlampe, die wird am Vormittag oder wenn ich halt am Schreibtisch am Arbeiten bin, eingeschaltet und erfüllt mich mit schönem UV-Licht. Für den Sommer, weil, ja, kann man machen, so Tageslichtlampen und so, ich weiß auf jeden Fall, was er meint, wenn man von zu Hause aus arbeitet und irgendwie, keine Ahnung, 15 Uhr schon anfängt, die Sonne wegzugehen, bockt nicht so krass. Ob es jetzt ein Essential ist, wo man sagt, ohne dass man nicht leben kann, wenn er sagt, ey, Winter, fuck die Nummer brutal ab, warum nicht? Das ist Winterdepression, für manche, die das kennen, wenn du zu wenig UV-Licht bekommst, vor allem in der Übergangszeit, dann schlägt das extrem auf dein Gemüt und du wirst depressiv. Und mit dieser UV-Tageslichtlampe kannst du das Ganze ausgleichen. Das sind auch immer wieder ärztliche Tipps. Ja? Also das Ganze wieder glücklich macht. Kann ich nur schwerstens empfehlen, hat auf jeden Fall einen Effekt. Das Elixier des Lebens, auch für mich sehr, sehr wichtig, ich trinke am Tag, habe ich 2 bis 3 Liter Wasser. Die fühle ich mir die ganze Zeit an, ich muss nicht so trinken, sondern ich ziehe einfach ran. Freunde, checkt auf jeden Fall mal das Video ab. Ich fand's
relativ unterhaltsam. Wie gesagt, ne, ich finde es so ein bisschen schade. Ich hätte ihn tatsächlich auch gerne dabei gehabt. Muss auch sagen, er persönlich ist ein cooler Typ. So, ich habe ein paar Mal mit ihm geschrieben. Privat finde ich ihn auf jeden Fall echt nett. Und was YouTube-technisch angeht, er eckt halt so ein bisschen an. Ne? Ich weiß, dass viele auch aus diesem Fashion-YouTube-Bereich jetzt nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, aber das hat einfach auch seine Art. Ne? Er eckt an, er polarisiert und so. Aber privat war mein Eindruck auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall echt ein korrekter Typ. Ansonsten war es das mit dem Video. Schaut auf jeden Fall auch bei Max vorbei. Hat mir gefallen, das Video. Lassen wir auch hier direkt Daumen nach oben da. Tja, auf Ehrenbruder-Basis. Fuck, ich kann nicht. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne war es das mit dem Video. Und wir sehen uns am Sonntag. Ciao, ciao. Ja, Feedback zu dem Gesehenen. Überraschend positiv, mein Eindruck. Also, übrigens, ich wette, ich habe die ganze Zeit wieder mal nur mit meinem Stift gespielt. Sorry, wenn das triggert, aber mir macht es einfach Spaß. Wie gesagt, überraschend positiv. Also, ich hätte nicht damit gerechnet. Wie er schon richtig sagt, bin ich ein Typ, der immer wieder sehr, sehr gerne aneckt, aufgrund meiner Art. Viele sehen das nicht als Humor, sondern die sehen das als ernsthaften Angriff. Und natürlich kommen die dann nicht schmeißen mit mir, wie man in Österreich sagen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, denn so soll es auch sein. Ja, ich werde mich sicher nicht auf YouTube verstellen. Auf jeden Fall Kilian supporten, denn auch der, wie schon zuvor erwähnt, bringt immer wieder bin wieder mal positiv überrascht worden. Das bin ich gar nicht gewohnt aus der Fashion-Szene. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Nicht vergessen, bald meine neue Modemarke MAM. Wäre natürlich Ehrenbruder-Basis, wenn der Kilian tatsächlich was einkauft. Bin ich gespannt. Die neuesten Infos gibt es dann am Sonntag. Ja. Okay. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Zuvor schon angesprochen. Am Sonntag. Aus Obertal. Live. Direkt aus dem 5-Sterne-Hotel Cinderella, direkt von der Piste. Vielleicht mit etwas Restlimonade vom Après-Ski. Das war's von mir, euer Maximilian. Creed Aventis. Jägermeister!